Vor der Krise mit Russland hatte die Ukraine schon mit einem Problem zu kämpfen, das sich wie ein Krebs in den Alltag hineingefressen hat. Es ist die Korruption. Es gilt die Regel, je schwächer der Staat, umso mehr Korruption. Und auch deshalb steht die Ukraine auf der Korruptionsliste der Organisation Transparency International von 2013 auf Platz 144. Das ist noch 17 Plätze schlechter als Russland. Das ukrainische Parlament hat gerade ein Antikorruptionsgesetz beschlossen. Aber das wird natürlich nur helfen, wenn man es künftig auch konsequent gegenüber jedermann anwendet. Bislang mussten so manche Journalisten, die Informationen über mögliche Korruption veröffentlichen, befürchten, dass das für sie Folgen hat. Golin Ertay. Ein Sinnbild der Dekadenz und Korruption. Das Anwesen von Ex-Präsident Viktor Janukowitsch. So etwas wie ein klein Versailles. 37 Milliarden Dollar soll das Regime von Janukowitsch vom Staat gestohlen haben. Das haben die neuen Machthaber vorgerechnet. Aber haben sie auch etwas daraus gelernt? Nicht allzu weit davon steht dieses Anwesen. Es gehört einem, der nach Janukowitschs Regime ins Amt kam, der Vize-Generalstaatsanwalt der Ukraine. 140 Hektar früheres Staatseigentum nennt seine Familie ihr Eigenland. Das wollen Journalisten der Sendung Unser Geld aufgedeckt haben. Wie ein Top-Beamter und seine Geschäftspartner dieses Land vor Jahren vom Staat raubten, erklären sie mit frei zugänglichen Dokumenten. Der Zuschauer wird mitgenommen auf eine Entdeckungsreise hinter die Mauern der Mächtigen. Die Reporterin trifft Dorfbewohner. Vor Jahren durften wir hier noch um die Seen fahren, die Natur genießen, erklärt sie. Jetzt sei der Zutritt verboten. Mehr Land, mehr Wasser, als Janukowitsch je besaß. Eine Seenlandschaft, die nach ukrainischem Recht gar nicht privatisiert werden darf. Kurz vor Ausstrahlung der Sendung war die Reporterin bedroht worden. Ein Mann habe vor ihrem Haus gewartet, erzählt sie. Und ihr geraten, ihren Job als investigative Journalistin aufzugeben. Auch ihrer Familie soll er gedroht haben. Nach der Enthüllung wurde Vize-Generalstaatsanwalt Anatoli Danilenko vorübergehend vom Dienst suspendiert. Eine Ermittlung läuft. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Für den Redakteur der Sendung ist klar, die Politiker und Beamten der neuen Ukraine sind die Alten. Aber zumindest seien sie nervöser geworden, sagt er. Jetzt bekommen wir Reaktionen auf unsere Recherchen. Nach unseren Sendungen wurden zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen vom Staat nochmal zurückgezogen, wenn wir bewiesen haben, dass da etwas falsch läuft. Vergangene Woche vor dem Parlament. Mit einem riesigen Hinterteil warnen Antikorruptionsaktivisten vor einer weiterhin korrupten Ukraine. Das Schlüsselproblem: Wir haben immer noch keine unabhängige Justiz. Unsere Spitzenbeamten denken immer noch, dass sie mit Geld ein Verfahren kaufen, es eröffnen und es einstellen können. In der Rada können sich die Abgeordneten erst nach mehreren Anläufen dazu durchringen, Antikorruptionsgesetze zu verabschieden. Das Einkommen von Staatsbeamten darf fortan mit ihrem Lebensstil verglichen werden. Bankkonten können überprüft werden. Zurück in der Idylle vor Kiew. Gib dem Volk die Seen zurück und hau ab, steht geschrieben. Eine Botschaft an all jene hier, die sich unrechtmäßig